Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, das ist jetzt der zweite Teil eigentlich meines riesengroßen DM und Rossmann Hauls. Ich habe letzte Woche schon mal ein Video hochgeladen zu so normalen Produkten, also wo ich alle möglichen Pflegeprodukte vorgestellt habe und Essenssachen und so weiter. Und das wird jetzt ein Baby- und Mama-Haul, denn ich habe ganz, ganz viele Sachen da auch eingekauft. Da vielleicht einige von euch wissen, ich seit 5 Jahren jetzt in Belgien wohne. Ich bin hier ausgewandert und jedes Mal, wenn ich meine Eltern besuche, was nicht so häufig vorkommt, da sie auch häufig noch zu uns kommen, mache ich immer einen Großeinkauf bei DM und Rossmann. Da wir jetzt in 2 Monaten unseren kleinen ersten Sohn erwarten, habe ich besonders viel eingekauft, auch fürs Baby jetzt halt. Deswegen habe ich mir da jetzt relativ viel mitgenommen und es wird ein großer Haul, deswegen möchte ich auch gar nicht so viel weiter erzählen und ich fange einfach mal an und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ja, womit fange ich an? Ich glaube, erst einmal mit Windeln vielleicht. Also wir möchten später mit Stoffwindeln wickeln. Aber ich wollte keine 2 Größen Stoffwindeln kaufen. Also wer sich da ein bisschen auskennt, man hat ja sozusagen die Newborn-Größe und einmal die normale Größe, die ab 4 Kilo ist, bis zum Ende der, bis zum Trockenwerden eigentlich. Und ja, da ich nicht genau weiß, wie groß unser Kleiner wird, er wird keine 4 Kilo sein, vielleicht. Also ich war 4 Kilo, 4 Kilo 200 bei meiner Geburt. Wenn er so groß werden würde wie ich, könnten wir sogar gleich von Anfang an Stoffwindeln wickeln. Aber ja, ich wollte nicht zweimal investieren in Stoffwindeln, die man halt wirklich nur für ein paar Wochen braucht. Deswegen werden wir die ersten Wochen mit normalen Windeln wickeln. Und ich habe gehört, dass die von Babylove, die Öko-Windeln von DM, wohl sehr gut sein sollen. Und deswegen habe ich mir da mal 2 Packungen von mitgenommen. Es ist die 2er-Größe von 3 bis 6 Kilo. Die sind halt ohne Chemikalien und so weiter. Frei von Chlor und Latex. 100% natürliches Außenvlies mit Viskose und Bambus. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, wie wir damit zurechtkommen, wie mein Kleiner die verträgt. Und dachte ich mir aber, nehme ich einmal mal mit. Und auch einfach mal zum Ausprobieren habe ich mir dann noch die Windeln auch von Babylove, aber die Premium-Windeln extra weich, auch in der 2er-Größe von 3 bis 6 Kilo mitgenommen. Auslaufsicher für Tag und Nacht, dachte ich mir, vielleicht sind die besser geeignet für die Nacht, da die irgendwie vielleicht mehr aufnehmen. Keine Ahnung, wir werden es ausprobieren. Das ist jetzt auch mit Nabelschutz und Nässeindikator. In diesen hier sind übrigens 42 Stück drin und in den Öko-Windeln sind nur 28 Stück drin für ungefähr denselben Preis. Also sind die Öko-Windeln auf alle Fälle teurer, aber ja, ich bin mal sehr gespannt, wie wir und unser Kleiner damit zurechtkommen. Dann habe ich auch einmal von Babydream, das ist von Rossmann, habe ich mir einmal solche Wickelunterlagen mitgenommen. Für den Wickeltisch, für unterwegs. Für den Wickeltisch, glaube ich, werden wir meistens dann später irgendwie Handtücher benutzen, die wir auch einfach waschen können später. Aber ich dachte mir, für zwischendurch, so für die Wickeltasche, ist das vielleicht nicht schlecht, sowas mitzunehmen. Auch fürs Wochenbett, so für mich, dachte ich jetzt irgendwie, dass man es halt zum Schlafen für mich verwenden kann, dass ich halt irgendwie, wenn ich stark bluten sollte, dass ich nicht extra alles irgendwie voll blute, das, ja. Deswegen dachte ich mir, wäre vielleicht auch nicht schlecht, halt für mich, für den Wickeltisch und später auch einfach zum Mitnehmen für die Wickeltasche. Dann habe ich einmal einen großen Packen Feuchttücher mitgenommen, 4 Packungen Feuchttücher. Und zwar sind das die Water Wipes. Und da habe ich von amerikanischen YouTubern schon so viel drüber gehört, dass die halt wirklich sehr, sehr gut sein sollen. Also normalerweise sind Feuchttücher überhaupt nicht gut für die Haut des Babys. Ich weiß, dass ganz viele die vertragen. Aber da ich und mein Freund sehr viele Allergien haben, ich habe auch sehr stark mit Neurodermitis zu kämpfen, schon auch von Baby an immer, mein Freund damals auch als Baby, wollen wir halt weitestgehend auf Feuchttücher verzichten. Aber die sind jetzt zum Beispiel komplett ohne Chemikalien und da ist wirklich nur 99,9% Wasser drin und 0,1% Fruchtextrakt. Und ich war sehr, sehr froh, dass die jetzt ungefähr seit 1-2 Jahren auch in DM und Rossmann gekommen sind. Die in Belgien gibt es die noch nicht, leider. Ich hoffe, dass die vielleicht noch hier auch herwandern werden. Deswegen habe ich mir gleich mal so einen 4er-Pack mitgenommen. Die fühlen sich auch sehr, sehr schwer an. Ich glaube, die sind wirklich sehr schön nass durchgetränkt. Dann fürs Wochenbett habe ich mir was mitgenommen und ich habe es immer gelesen und gehört, dass die Binden von Pelzi wohl sehr gut sein sollen, da die auch ohne Plastikschicht obendrauf sind. Und dann habe ich die gesehen im Laden und dachte so, nee, die können es nicht sein, oder? Das ist ja riesig groß. Und zwar sind das diese fetten Dinger hier.
Habe ich aber nochmal nachgelesen und die sollen es wirklich sein. Das ist wirklich eine riesengroße Binde. Beziehungsweise steht hier auch Fließbindeln drauf. Deswegen war ich am Anfang auch so ein bisschen irritiert davon, ob es die jetzt wirklich sein sollen. Habe aber nochmal nachgelesen und ja, hier sind jetzt 30 Stück drin. Keine Folie auf der Haut, extra saugstark, keine Durchfeuchtung. Deswegen bin ich sehr gespannt. Man kann die wohl auch fürs Baby benutzen, habe ich gelesen ab und zu. Ich werde die jetzt für mich benutzen und einfach mal schauen. Auf alle Fälle war ich sehr überrascht, wie groß die Dinger sind. Aber ich glaube, in der ersten Woche gerade nach der Geburt braucht man solche fetten Dinger auf alle Fälle. Und dann habe ich mir 3 Tees mitgenommen. Und zwar habe ich hier einmal von Baby Dream den Bio-Stilltee für schwangere und stillende Mütter mitgenommen. Und der ist jetzt mit Früchten. Das fand ich ganz interessant. Meistens sind das solche Kräutertees, aber das ist jetzt mit Apfel, Hibiskus, Orange und Erdbeeren zur Unterstützung der Milchbildung. Und ja, habe ich mal mitgenommen. Bin ich gespannt, wie der schmeckt. Und da ich ja im Januar meine Geburt haben werde, hoffentlich, wer weiß, vielleicht wird es auch noch ein Dezember-Baby, aber ich hoffe, das wird ein Januar-Baby. Trinke ich sowieso immer sehr, sehr viel Tee in der Winterzeit und deswegen habe ich mir den einmal mitgenommen. Dann habe ich von Babylove auch den Bio-Fenchel-Tee mitgenommen. Der soll jetzt fürs Baby sein, den kann man auch ab der zweiten Woche verwenden. Kann man den Babys geben, wenn sie sehr unter Bauchschmerzen leiden. Wenn mein Baby das nicht braucht, hoffentlich, ich hoffe, dass er nicht unter Bauchschmerzen leiden wird, dann werde ich den trinken, da ich Fenchel-Tee auch sehr, sehr gerne mag. Und dann habe ich noch einen Schwangerschaftstee von Rossmann mitgenommen. Das ist jetzt Mamas Baby Dream. Ja, genau. Auch ein Früchtetee. Ohne Zucker und Aromen. Ist auch mit Hagebutte, Apfel und Orange. Dann habe ich von Mam einmal die Hygienetücher mitgenommen. Und da dachte ich mir, ist das vielleicht auch gar nicht schlecht so für die Wickeltasche für zwischendurch. Das sind halt so Desinfektionstücher, die man auch zum Beispiel für Fieberthermometer benutzen kann zum Desinfizieren, Schnullern, Beißringen, andere Oberflächen. Und ja, deswegen habe ich mir die zweimal mitgenommen, denn die gibt es bei uns in Belgien leider auch nicht. Und dachte ich mir, ist dadurch ganz praktisch für zwischendurch einfach mal und auch gerade für die Wickeltasche, wenn man irgendwie was schnell sauber machen muss. Dann brauchten wir noch eine Babynagelschere. Ich weiß nicht, ob ich mit Nagelscheren so zurechtkomme, aber ich glaube, so eine Nagelschere ist doch besser am Anfang als so ein Nagelknipser. Denn gerade wenn die Babys noch so ganz, ganz kleine Finger haben, dann mit so einem Nagelknipser kann da ja auch schon mal was schief gehen. Deswegen habe ich mir jetzt extra so eine abgerundete Nagelschere mitgenommen. Von Rossmann auch, von Baby Dream. Und dann brauchten wir auch noch eine Haarbürste. Und die ist jetzt von Grünspecht, war auch über Rossmann gekauft. Und es ist so eine Holzbürste mit Ziegenhaar, wirklich wunderschön weich. Und ja, für den Anfang braucht man so eine ganz weiche Haarbürste. Und ich fand die auch besonders schön und deswegen habe ich die auch einmal mitgenommen. Dann habe ich einen Nasensauger mitgenommen. Und den habe ich damals schon, als ich vor 10 Jahren in Amerika als Au-pair gearbeitet habe, habe ich da schon kennengelernt. Ich habe ihn nie selber benutzt, aber habe den da schon immer gehört und auch über ganz, ganz viele amerikanische YouTuber immer gehört, dass der wohl wirklich sehr, sehr gut sein soll. Viel besser als so ein Drücknasensaugerteil, der es eigentlich gar nichts bringt. Da steckt man halt so die eine Seite in die Nase des Babys und dann kann man halt saugen mit dem Mund. Da ist ein Filter drin, beziehungsweise habe ich mir deswegen auch noch einen extra Filter gekauft, dass der Schnurrer halt nicht in unseren Mund gelangt, aber der soll halt wirklich sehr, sehr gut sein. Ist, glaube ich, auch so ein Produkt, was sehr gut ist, zu Hause zu haben schon mal, bevor das Baby wirklich krank wird. Und das gibt es zum Beispiel hier in Belgien auch nicht zu kaufen bei uns. Dann habe ich mir von Medela einmal so ein Flaschenset mitgenommen. Für Muttermilch steht jetzt hier drin, aber kann man halt auch normale Milch mitnehmen. Beziehungsweise bräuchte man dann, glaube ich, einen anderen Aufsetzstück, so einen Sauger. Aber da sind jetzt 4 Flaschen drin. 2 in der 150 Milliliter Größe und 2 in 250 Milliliter. Und dann ist hier so ein spezieller Sauger drauf, der halt wirklich abgestimmt ist für Stillbabys. Da müssen die nämlich genauso stark dran saugen, wie als wenn sie an der Brust saugen würden. Da Babys außer einer normalen Flasche, aus einem normalen Sauger, viel, viel einfacher und schneller saugen können. Die soll aber hier wirklich besonders gut sein von Medela. Ich habe da von meiner Hebamme auch sehr viel drüber gehört, dass die da auch sehr begeistert von ist. Da sind zum Beispiel auch Muttermilchbeutel drin, 5 Stück zum Einfrieren. Deswegen dachte ich mir, so ein Set
kaufe ich mir einfach mal, dann habe ich das schon mal auf Vorrat hier. Ja, also ich möchte auf alle Fälle stillen, aber ich möchte halt auch zwischendurch mal was abpumpen, wenn es irgendwann mal nicht so klappen sollte oder halt, dass mein Freund auch mal das, die Flasche geben kann. Und ich glaube, sowas ist nicht schlecht zu Hause zu haben. Dann habe ich mir, da habe ich die Verpackung schon abgenommen, dass ich das hier einfacher transportieren kann, habe ich mir so zwei Stillhütchen gekauft. Das ist jetzt, ja, wenn man halt irgendwie wunde Brustwarzen hat, sind das halt solche Silikondinger, so eine ganz, ganz dünnen Silikondinger, was den Babys vielleicht auch helfen soll, irgendwie besser anzudocken, wenn es dann nicht so klappt. Aber auch vor allen Dingen habe ich mir gedacht, wenn ich irgendwie wunde Brustwarzen habe und die irgendwie schon blutig gesaugt sind, kann man die verwenden. Ist, glaube ich, auch ganz gut zu Hause zu haben. Schon mal im Notfall habe ich die schon mal hier und ja, bin gespannt, ob ich die brauchen werde. Ich glaube aber schon. Für den Notfall habe ich uns auch schon einmal eine Pränahrung mitgenommen. Also wie gesagt, ich möchte auf alle Fälle stillen, aber ich mache mir auch nichts vor. Es kann ja auch mal nicht klappen oder es kann irgendwas dazwischen kommen. Ich kann krank werden und meine Milchproduktion, ich habe einen Milchstau oder ich, keine Ahnung. Ich fühle mich einfach sicherer, wenn ich schon mal irgendwie eine Dose zumindest zu Hause habe für einen Notfall, falls das Baby irgendwie ununterbrochen schreit, weil ich keine Milch habe, möchte ich mein Baby dann auch nicht hungern lassen. Und ich habe viel gelesen und ich habe jetzt die von Aptamil Pro Futura Pränahrung mitgenommen, von Milupa ist die. Da habe ich jetzt für die entschieden, weil die wirklich sehr, sehr gut sein soll. Also günstig ist sie nicht, aber ich habe da halt Gutes drüber gelesen und deswegen habe ich mir die einmal mitgenommen für den Notfall. Dann habe ich einmal ein Waschmittel mitgenommen. Das könnte ich auch hier kaufen, aber ich habe da halt auch Gutes drüber gehört. Auch gerade für die Stoffwindeln, denn wir möchten die halt gerne, wie am Anfang gesagt, mit Stoff wickeln später. Und deswegen habe ich mir einmal das Vollwaschmittel von Denk mitgenommen, das ultrasensitiv, ohne Parfüm, Farbstoffe und Konservierungsstoffe. Da habe ich mir einmal so ein Packen mitgenommen zum Ausprobieren. Ja, das werde ich mir halt, also ich muss später natürlich auch hier Waschmittel kaufen, aber ich dachte mir, ich nehme das einmal schon mal mit, dann habe ich hier schon mal was zum Waschen. Auch von DM habe ich so einen Hygienespüler mitgenommen, die hat auch für Allergiker geeignet, steht jetzt hier drauf. Also es gibt man halt einfach mit zur Wäsche. Desinfiziert, beseitigt 99% der Bakterien, Pilze und speziellen Viren. Dachte ich mir, vielleicht auch zur Windelwäsche mitzugeben. Hat da jemand Erfahrung von euch? Für Stoffwindeln, kann man das dann benutzen? Ist das okay oder schädigt das irgendwie die Stoffe davon? Keine Ahnung, aber auch einfach zur Babywäsche einfach mit dazugeben, glaube ich. Wenn da irgendwie mal Stuhlgang an dem Body oder Kleidung hängen geblieben ist, ist das vielleicht auch nicht verkehrt, das da einfach mal mit zuzugeben zur Wäsche. Aber wenn jemand von euch Erfahrung mit Stoffwindeln hat, schreibt mir auch sehr gerne in die Kommentare mal, ob man das da zu den Stoffwindeln auch geben darf oder ob es irgendwie schädlich für die Stoffe ist. Das würde mich mal wirklich interessieren. Und dann habe ich mir die Multi-Mom-Kompressen mitgenommen, denn da habe ich auch schon so, so viel Gutes drüber gehört, halt für Stillmammis, für wunde Brustwarzen. Die sind nicht günstig. Wenn ihr die kauft, kauft die im DM, da sind sie nämlich 1 Euro günstiger als im Rossmann. Bei mir waren die leider ausverkauft, alle im Rossmann, im DM. Deswegen habe ich mir jetzt doch im Rossmann gekauft, aber im Rossmann kosten die 9,90 Euro und im DM kosten die 8,90 Euro. Da sind jetzt jeweils 12 Kompressen drin und die gibt es auch nicht bei uns in Belgien, was ich sehr, sehr schade finde. Deswegen habe ich mir da schon mal 3 Stück von mitgenommen und hoffe, dass ich damit hinkomme dann. Wo wir gerade bei Brüsten und wunden Brustwarzen sind, habe ich mir auch von Rossmann einmal von Mamas Baby Dream die Brustwarzensalbe gekauft mit Lanolin und Jojobaöl. Ich weiß nicht 100% genau, ob ich auf Lanolin reagiere, allergisch reagiere. Ich hatte manchmal das Gefühl, wenn das irgendwie in Handcremes drin ist, das weiß ich nicht ganz genau, aber werde ich einfach mal ausprobieren. Ja, habe ich mal mitgenommen von Rossmann. Dann habe ich von Veleda fürs Baby mitgenommen die weiße Malve Body Creme. Ich habe da schon die Wundschutzcreme, die habe ich hier in Belgien mal gekauft und habe mir jetzt gedacht, dass ich mir die auch mitnehme, einfach für den Rest des Körpers, wenn er das dann braucht. Am Anfang brauchen die das ja hoffentlich noch gar nicht. Aber, das ist doch für den Windelbereich. Ah, ich dachte, ich hätte die normale Creme mitgenommen, aber der ist jetzt, ja, ich habe mich da irgendwie verlesen. Schützt, pflegt und regeneriert den Windelbereich. Also habe ich hier jetzt 2 Wundschutzcreme von. Oder habe ich die andere Creme hier zu Hause? Nee, ich glaube nicht. Ja, wie auch immer, auf alle Fälle habe ich wohl eine Creme für den Popo mitgenommen.
Dann habe ich von Frosch den Fleckenzwerg mitgenommen und ich wusste nicht ganz genau welchen. Ich wollte eigentlich für den Brei, für die Beikost später, wenn man es halt einführt. Ich glaube, das war der blaue, den ich irgendwie mal gehört habe, dass der sehr gut sein soll gegen Karottenflecken und so weiter auch. Deswegen wollte ich mir den einmal mitnehmen. Ich stand aber vor und wusste nicht genau, welcher jetzt genau von den anderen Zuschauern einer YouTuberin empfohlen wurde, habe ich mir einfach die drei, ich glaube, das sind alle, die es von Frosch gibt, die Fleckenzwerge mitgenommen. Einmal gegen Fett, Öl und Blutflecken, einmal auch Ketchup, Make-up, Gemüse und Erdflecken und halt einmal speziell für Gras, Karotten und Rotwein und so weiter. Dachte ich mir, schadet auch nicht einfach so im Haus zu haben, solche ja, speziellen Fleckenbehandlung braucht man immer und ich glaube später, auch wenn es dann mit der Beikost anfängt, nach dem 6. Monat hoffe ich erst, wenn ich es so lange stillen kann, aber dann habe ich die schon mal zu Hause und fühle mich auf der sicheren Seite damit. Dann habe ich mir von Belly Button, das werde ich auch heute mal zum ersten Mal ausprobieren, da bin ich sehr gespannt drauf, das Mama Streifenlos Körperöl mitgenommen gegen Dehnungsstreifen. Ich habe bisher zum Glück noch gar keine Dehnungsstreifen. Solche Öls, man kann sich ja noch so eincremen und noch so hydratieren seine Haut. Ich glaube schon, dass es ein kleines bisschen was bringt, aber, also gegen Schwangerschaftsstreifen, aber das meiste hängt dann ja von seinem eigenen Bindegewebe ab, ob man dazu neigt oder nicht. Dann glaube ich, kann das beste Öl auch nicht wirklich helfen. Aber einfach mal zur Pflege, für zwischendurch auch oder nach dem Duschen ist es halt wirklich manchmal auch ganz schön, einfach so seinen Bauch einzucremen, die Brüste einzucremen, einfach ein bisschen extra Pflege und so eine Minute extra Aufmerksamkeit für seinen Körper ist ja auch nicht schlecht, deswegen habe ich es mir mal mitgenommen. Für die Stoffwindeln habe ich dann bei DM auch gesehen, ich weiß, dass es nicht jeder DM hat, aber ich habe es auch nur irgendwie ganz unten in der Ecke, lag es irgendwo versteckt rum, habe ich mir einmal die Fließeinlagen mitgenommen. Die sind auch sogar relativ günstig mit 3,95. Wenn man halt mit Stoff wickelt, braucht man solche Windelfließeinlagen. Deswegen war ich da sehr glücklich drüber, dass ich das doch gefunden habe bei uns im DM und bin mal sehr gespannt, wie ich damit zurechtkommen werde. Habe so über die DM-Fließanlagen noch nicht wirklich viel gehört, auf YouTube oder im Internet gelesen. Stoffwindel-Mamis, kennt die jemand von euch? Findet ihr die gut? Was sind eure Erfahrungen damit? Das würde mich auch mal sehr interessieren. Schreibt mir das sehr gerne mal in die Kommentare unten hinein. Dann habe ich mir drei Produkte für meine Kreissaal- oder Kliniktasche mitgenommen. Und zwar einmal von Listerine, so eine kleine Packung Mundwasser. Dachte ich mir, ist vielleicht gar nicht schlecht. Ich werde natürlich auch so meine Zahnbürste mitnehmen, aber ich weiß nicht, vielleicht, ja, für zwischendurch mal zum Erfrischen, wenn man irgendwie einen frischen Mund haben möchte, dachte ich mir, ist es vielleicht gar nicht schlecht, so eine kleine Mundwasserpackung mitzunehmen. Dann auch, wenn die Geburt länger dauern sollte, einmal so Dextro Energy, habe ich auch schon gehört, dass das ganz gut sein soll, ja, sowas in der Kliniktasche zu haben. Und auch vielleicht auch für die Kliniktasche oder für zwischendurch einfach mal jetzt für die Handtasche, habe ich mir von Melupa Pro Futura den Müsli-Riegel für Schwangere mitgenommen. Hier habe ich die Verpackung schon abgenommen, das ist aber ein Schnuller von Mann. Ich habe schon verschiedene Schnuller nicht gekauft, aber geschenkt bekommen, habe aber sehr viel Gutes über die Schnuller von Mom gehört. Deswegen habe ich mir jetzt einen mitgenommen. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob wir unserem kleinen Schnuller geben werden oder nicht, aber ich dachte mir, einer ist schon mal gar nicht schlecht. Und das ist jetzt die kleinste Größe gewesen von 0 bis 3 oder von 0 bis 6 Monaten. Und ja, dachte ich mir, mit dem süßen Hund drauf im Blau, habe ich den mir einfach mal mitgenommen und ja, dann hat man den schon mal zu Hause. Und dann glaube ich, kommen wir jetzt zum letzten Produkt. Ja, ich glaube, ich habe jetzt alles gezeigt. Und zwar ist das der Spülreiniger von Frosch, extra für Schnuller, Flaschen, halt alles so fürs Baby. Habe ich auch schon sehr viel Gutes drüber gehört von verschiedenen Mamis. Wird auf alle Fälle in Benutzung kommen. Und ja, so die Frosch-Produkte finde ich sowieso alle sehr, sehr gut. So, meine Lieben, das war es also mit meinem XXL DM und Rossmann Haul. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ihr schon Erfahrungen mit dem einen oder anderen Produkt habt, als Mama oder als Schwangere, dann lasst mich das sehr gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr vielleicht auch ein Produkt überhaupt nicht gut fandet, was ich euch jetzt gezeigt habe. Oder wo ihr sagt, so, das ist ein richtig gutes Produkt, da bin ich sehr zufrieden mit. Also lasst mich das sehr gerne wissen. Ansonsten würde ich sagen, habt noch einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!